Wo immer wir uns befinden, ganz fern von Gott oder nahe bei ihm, in der Ausbildung, im Beruf oder auf der Straße, allein oder zusammen mit Freunden, Gott selbst wendet sich uns zu. Er spricht zu uns. Jeder Einzelne ist in seinen Augen wertvoll. Ob wir uns gerade selbst gut oder schlecht, stark oder schwach fühlen, ob unsere Umwelt uns versteht und anerkennt oder verkennt und sogar ablehnt. Gott, der Herr, sagt immer Ja zu uns, so wie wir sind. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und auf sein Wort zu hören, und er hört uns zu, wenn wir zu ihm von unseren Problemen sprechen, wenn wir ihm unsere Fragen bringen. Er hört zu und er antwortet. Er schaut dich an und du schaust ihn an. Er sagt zu dir: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn ich bin der Herr. Ich bin dein Gott, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe. Komm, wer durstig ist, der komme, wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Jesus spricht: In deine Hände lege ich mich freiwillig, und ich bitte dich, bedenke wohl das Geschenk der Freiheit. Bedenke wohl, wenn du Entscheidungen triffst. Bedenke wohl, ob du dich dem Lichte oder der Dunkelheit zuwendest. Ich habe dir die Freiheit als mein größtes Geschenk an dich gegeben, und wisse, niemals nehme ich dieses Geschenk zurück, niemals schränke ich dieses Geschenk auch nur ein. Nein, du darfst uneingeschränkt mit dieser Freiheit umgehen, sie gebrauchen oder auch stilllegen. Sie öffnet dir alle Tore, zeigt dir alle Wege, breitet vor dir alle Herrlichkeit in dieser Erde aus, lässt dich aber auch die Güter erkennen, die nicht von dieser Welt sind, die hinzielen auf die Ewigkeit. Du musst zu unterscheiden, zu wählen lernen. Du musst den Wert oder den Unwert einer Sache erkennen und dich fragen: Wohin führt sie mich? Erhebt sie mich aus der Tiefe? Zerstört sie mein Leben oder baut sie auf und führt hinauf ans Licht? Wir beten: Allmächtiger Vater, lass dieses einladende Herz deines Sohnes Jesus auf die Erde herabkommen. Lass es in einem jeden von uns geboren werden, damit er selbst für uns alle Segnungen, die du derzeit über die Menschheit ausbreitest, aufnimmt. Möge die Allmacht des Lichtes und der Gnade unsere Seele, unseren Leib vollständig erfassen. Die eucharistische Liebesallmacht verzehre unsere Herzen im Feuer deiner Barmherzigkeit. Und du, Mutter Maria, hilf uns, die Gabe des Vaters in unserem Leben anzunehmen. Amen. Wisst ihr um die alles überragende Liebe eures himmlischen Vaters? Kennt ihr sein Herz, das so unaussprechlich gütig und barmherzig ist? Ihr lebt doch aus dieser Liebe, und keinen Augenblick könnt ihr ohne sie sein. Und doch kennt ihr sie kaum. Ja, viel zu wenig bemüht ihr euch, diese Liebe wirklich zu erfassen. Wenn eure Herzen erfüllt wären von der unwiderstehlichen Sehnsucht nach dieser Liebe eures himmlischen Vaters, dann könnte euer Herz davon erfüllt sein. Glaubt doch, dass euer Vater sich so sehr danach sehnt. Kommt wie Kinder,
die mit ihm sprechen wollen, die ihm vertrauen, die noch nicht verlernt haben zu staunen und zu bewundern, die sich dankbar an ihn schmiegen, ja, die an ihn glauben, auf ihn hoffen und ihn über alles lieben. Maria, deine Sinne, dein ganzes Sein war immer aufmerksam Gott zugewandt. Du hast aus jeder Bewegung, aus jeder Regung ein Gebet gemacht. Ich weihe dir meine Sinne und all mein Sein und die Gaben, die darin verborgen sind. Wir kommen zu dir, weil du weißt, dass wir alle verletzt sind durch das Böse, durch die Sünde, aber wir haben ein unerschütterliches Vertrauen, denn Gott lädt uns ein zu einem neuen Leben. Danke, dass du da bist, Maria, um mir zu helfen, dieses neue Leben, das Gott mir jeden Tag wieder neu anbietet, zu leben. Hilf mir, meine Sinne nicht mehr unnötig negativen Dingen auszusetzen und alles mit einem guten und barmherzigen Herzen zu empfangen. Und schenk mir die Fähigkeit, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden, um das Böse abzulehnen und das Gute zu erwählen. Amen. Vom Herzen des Vaters geht eine allgewaltige Liebe aus. Sie erscheint in seinem gesandten Sohn auf Erden, um durch ihn alles an sich zu ziehen. Herr Jesus, lass mich dieses Gebet in deinem göttlichen Willen verbringen, du in mir und ich in dir. Vereint mit unserer himmlischen Mutter Maria, vereint mit allen Engeln und Heiligen, vereint mit den armen Seelen des Fegefeuers, im Namen aller und für alle Seelen der ganzen Menschheit. Mein Kind, spricht Jesus, komm näher an mein Herz, um dort mehr und mehr meine Liebe zu spüren. Mein Kind, ich brauche dich, du bist kostbar für mich. Nimm meine Liebe an und du wirst feststellen, dass das, was du für wichtig gehalten hast, ohne Bedeutung ist. Ich brenne vor Liebe zu dir, denn ich liebe dich göttlich. Ja, mein Jesus, erneuere in mir deinen Geist, erfülle mich mit deinem Geist, schenke mir eine neue Fülle deines Geistes. Erfülle mich mit deinem Geist, o Herr, denn ich möchte verwandelt werden und alles empfangen, was du mir schenken möchtest. Eine Geschichte. Während des Betens fragte eine Frau: Wer bist du, Gott? Er antwortete: Ich bin. Aber wer ist ich bin? Fragte sie. Er antwortete: Ich bin Liebe, ich bin Friede, ich bin Gnade, ich bin Freude, ich bin Stärke, ich bin Sicherheit, ich bin Schutz, ich bin Kraft, ich bin der Schöpfer. Ich bin der Tröster, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin Licht. Mit Tränen in den Augen schaute sie Richtung Himmel und sagte: Jetzt verstehe ich, aber wer bin ich? Gott wischte zärtlich die Träne aus ihren Augen und flüsterte: Du bist mein. Hier ist der eine und einzige Gott, der es wert ist, Tag und Nacht angebetet zu werden. Hier ist der eine wahre, liebende Gott, der sich Tag und Nacht für dich erreichbar macht. Hier ist der eine wahre Gott, der dir einen konkreten Ort zeigt, wo er wohnt und wo du ihm begegnen kannst.
Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Psalm 145. Ich will dich rühmen, mein Gott und König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Ich will dich preisen, Tag für Tag, und deinen Namen loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und hoch zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Der Herr ist treu in all seinen Worten, voll Huld in all seinen Taten. Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Mein Mund verkünde das Lob des Herrn. Alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen, immer und ewig. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Bist du verwundet, schwach, ein Sünder? Heb den Kopf, weil Jesus um dich wirbt. Komm zu Jesus.